Die heutige Episode 393 fällt, wie bereits Weihnachten, auf ein besonderes Datum und eben heute auf den 31. Dezember 2021. Ich nehme das gerne zum Anlass, über einige kleine Gedanken zu sprechen, und vielleicht hilft auch der eine oder andere dir, für dich und für deine Ausrichtung im neuen Jahr. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast zeigt vor allem Fach- und Führungskräften Karrierechancen auf und bietet einen Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Du kannst gerne Kontakt aufnehmen mit meinen Gästen jederzeit und natürlich auch mit mir gerne. Du findest den Terminkalender auf berufspodcast.com/termin. Ja, warum mache ich mir Gedanken zum Jahresende? Ich denke, damit bin ich nicht ganz allein. Also viele Menschen machen sich viele Gedanken zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. Und zwar geht es natürlich dann da immer auch darum, was ist dieses Jahr passiert und was habe ich gelernt und wie kann es dann auch weitergehen. Man kann sich auch fragen, für was bin ich denn besonders dankbar? Oder welche Freundschaften habe ich geschlossen und was habe ich gelernt? Ja, wenn ich so spontan denke, bei mir, was habe ich gelernt dieses Jahr? Also ich habe dieses Jahr neben natürlich sehr viel Arbeit auch sehr viel Zeit verbracht, auch auf dem Golfplatz, und habe auch mein Spiel sicher deutlich verbessern können. Dabei ist mir aufgefallen, das kennen ja viele, die sich im Golfsport bewegen, dass man da immer das Gefühl hat, der andere ist jetzt gerade momentan in einer wahnsinnig guten Verfassung, der spielt einfach wahnsinnig gut, ist super talentiert und da läuft das einfach, und bei mir halt eben gar nicht, oder gerade heute zum Beispiel gar nicht, an dem Tag, wo du dann spielst. Und ich habe echt gemerkt und auch gesehen, weil ich ja so viel da war, dass eben die wirklich guten Spieler auch sehr, sehr viel spielen, sehr, sehr viel trainieren, extrem diszipliniert sind, also wirklich hart an ihrem Spiel auch arbeiten. Und dann, klar, wenn man dann aufs Turnier kommt oder eben auch sich trifft, dann kann man dann ganz lässig tun, logischerweise, ja, und dann ein bisschen so sagen im Sinne von, ja, das ist schon okay, macht das ganz gut und macht dann wirklich wunderbare Schläge. Aber das hat alles einen Grund. Ja, und der liegt darin, dass die Person meines Erachtens und nach meiner Erfahrung auch wirklich viel dafür getan hat. Ja. Und ja, gerade beim Golfen hat man immer das Gefühl, ja, die können das alle und ich gerade selber nicht. Aber nein, das ist nicht so. Die haben auch wirklich viel dafür getan. Ist eine Erkenntnis, wenn ich so spontan so zurückdenke, wo bei mir wirklich sehr eindrücklich wirklich Spuren hinterlassen habe, weil ich merke das auch im Geschäftsleben. Auch da, wenn man wirklich gut sein möchte, dann muss man auch viel dafür tun. Also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Und im besten Fall setzt man sich auch mit seinen Stärken auseinander und versucht, die noch weiter zu stärken. Das heißt, wirklich besser zu werden. Im besten Fall auch etwas zu machen, was einem wirklich viel Spaß macht, wo man sagt, doch, da bin ich gerne, das mache ich gerne, aber da möchte ich auch noch eben deutlich besser werden, weil es nutzt ja nichts, auch zum Beispiel zurück auf den Sport, etwas zu machen, wo dir keinen Spaß macht, wo du auch den Sinn vielleicht nicht siehst oder wo auch keine Freude hast, dann wirst du auch nicht dranbleiben. Aber wenn dir das grundsätzlich Spaß macht, dann bleibst du dran und wirst auch besser werden. Und so ist es auch beim Job. Also es sollte schon etwas sein, wo dir grundsätzlich eben Spaß macht, das Umfeld Freude bereitet und du auch in Zukunft siehst, dann würde ich sagen, dann geh voll da rein, dann mach was und werd einfach besser. Anderes Beispiel ist auch das Thema LinkedIn. Da kann ich sagen, da bin ich sicher nicht schlecht, aber weit von gut entfernt. Ja, also von sehr gut noch extrem weit entfernt. Was meine ich mit gut? Also gut ist wirklich dann natürlich auch entsprechende Reichweite zu haben. Die ist jetzt bei mir sicher nicht schlecht, ist okay. Aber ich denke, da geht noch mehr. Und da braucht es halt eben auch Unterstützung. Also ich denke, dass ich das nicht alles selber machen kann, sondern da werde ich mich auch im neuen Jahr wieder mit Mentoren auseinandersetzen, werde mich da auch ausbilden lassen, mich schulen lassen, damit ich da entsprechend weiterkomme
Und ja, mir macht es Spaß, grundsätzlich auch da anderen Freude zu bereiten oder auch für andere da zu sein und auch Unterstützung zu bieten, auch sogenannte Content, eben Inhalte zu liefern, die dir oder die eben dem Hörer auch Nutzen stiften. Und da ist LinkedIn sicher eine ganz gute Plattform dabei. Und ich denke oder ich hoffe, dass auch du deine berufliche Zukunft gut und sauber entwickeln kannst, etwas machst, wo dir Freude bereitet und da in dem dann auch wirklich diszipliniert auch arbeitest, um dann wirklich auch sehr, sehr gut zu werden. Und ich bin einfach überzeugt, dass wenn du disziplinierten Einsatz auch zeigst, da auch im nächsten Jahr wirklich sehr erfolgreich sein wirst. Also ich wünsche dir jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Sind wir alle gespannt, was da jetzt kommt. Da tut sich sicher einiges, aber es gibt auch wieder ganz, ganz viele neue Chancen und lass uns die einfach nutzen. Wenn du Freude hast, mit mir mal zu sprechen, ich habe auch Freude, mit dir zu sprechen, melde dich einfach. Du weißt ja auf berufspodcast.com/termin, da ist mein Terminkalender, kannst gerne ein Telefonat aussuchen und dann sprechen wir zusammen. Alles Gute und bis bald. Dein Christoph.